US-Präsident Bush setzt Saddam Hussein ein Ultimatum. Er muss bis morgen Mittag mit dem Rückzug aus Kuwait beginnen. Andernfalls fängt der Landkrieg an. In Moskau nach langem Falschen endlich eine Präzisierung. Der Irak soll Kuwait innerhalb 3 Wochen verlassen. Das reicht Washington nicht. Und ungeachtet aller Friedensbemühungen gehen der Beschuss irakischer Stellungen durch alliierte Artillerie und die Luftkämpfe am Golf weiter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bericht aus Bonn, im Studio heute Bundesaußenminister Genscher. Die anderen Themen. Draht. Bonns Reaktion, die Rolle der Deutschen. Mischung. Mehr Steuern für neue Belastungen. Politur. De Maizière will zurück auf die Bühne. Alles im Bericht aus Bonn, heute Abend um 22:30 Uhr.